Einen guten Sonntag. Für euch. Für euch alle. Nummer 151. Heute ist Sonntag. Sonntagmittag, der 30. August 2020. Bertolt Brecht hat auch auf seiner Flucht, auf seiner langen Flucht im Exil, Gedichte geschrieben. Gott sei Dank. Unter anderem gibt es eine Sammlung, die heißt Stephinische Sammlung. Die umfasst so die Jahre von 38, 39, 40, 41. Und er hat sie mit einem Vierzeiler überschrieben. Sehr interessant. Dies ist nun alles und nicht genug. Doch sagt es euch vielleicht, ich bin noch da. Dem gleich ich, der den Backstein mit sich trug, der Welt zu zeigen, wie sein Haus aussah. Das ist nur die Überschrift und dann gibt es einen Teil und der heißt 1940 und ist in 8 Teile geteilt und der 8. Teil heißt Auf der Flucht vor meinen Landsleuten bin ich nun in Finnland angelangt. Freunde, die ich gestern nicht kannte, stellten ein paar Betten in saubere Zimmer. Aus dem Lautsprecher höre ich die Siegesmeldungen des Abschaums. Neugierig betrachte ich die Karte des Erdteils. Hoch oben in Lappland, nach dem nördlichen Eismeer zu, sehe ich noch eine kleine Tür. Er hat die Tür Gott sei Dank gefunden und hat uns ganz tolle Gedichte hinterlassen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis morgen.